Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Jura Intensiv. Mein Name ist Dirk Schweinberger und wir schauen uns wieder mal die Frage an, ob es im nächsten Prüfungstermin, im zweiten hessischen Examen im Bereich der Arbeits- und Wirtschaftsrechtsklausur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit entweder im Kontext Arbeits- oder Wirtschaftsrecht oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit im Thema Urteils- oder Anwaltsklausur gibt. Im Juli hatten wir durchaus einen Volltreffer. Ich hatte für den Juli darauf hingewiesen, dass schon im gesamten Jahr 2021 keine Arbeitsrechtsklausur geprüft wurde, dass eine arbeitsrechtliche Aufgabenstellung damit auf jeden Fall im Raum steht. Und ich hatte darauf hingewiesen, dass im Bereich des Arbeitsrechts Urteilsklausuren wahrscheinlicher sind als Anwaltsklausuren. Diese Prognose hat sich dadurch jetzt bestätigt. Was heißt das jetzt für den September-Termin? Wenn wir in die Vergangenheit zurückschauen, sehen wir, dass die Verteilung zwischen Arbeits- und Wirtschaftsrecht sehr gleichgewichtet ist und dass eine 4:2 Prüfung im nächsten Jahr dann typischerweise ausgeglichen wurde. Das bedeutet, im September und im November können wir sicher davon ausgehen, dass noch eine arbeitsrechtliche Aufgabenstellung kommen wird. Was das aber für den September sagt, ist unter diesem Blickwinkel schlicht nicht prognostizierbar. Deswegen versuchen wir es mal über eine andere Schiene. Ich möchte dringend darauf hinweisen, dass in den letzten Jahren immer mindestens einmal das Thema Urheberrecht und UWG geprüft wurde, was bei Prüflingen normalerweise nicht sonderlich gut gelitten ist. Und dieses Thema ist bisher in den Prüfungen noch überhaupt gar nicht aufgetaucht im Jahr 2021. Und deswegen sollten alle September-Prüflinge sich bitte unbedingt darauf vorbereiten, dass eine Prüfung aus diesem Bereich kommen könnte. Und wenn diese unangenehmen Themen geprüft werden, dann sind das in der Vergangenheit immer anwaltliche Aufgabenstellungen gewesen, bis auf die eine Klausur im Mai 2019, wo es tatsächlich mal eine Urteilsklausur zum UWG gegeben hat. Aber ansonsten waren diese Themen immer über eine anwaltliche Aufgabenstellung Thema der Klausuren. Schauen wir unter diesem Blickwinkel nochmal auf die Statistik, sehen wir Folgendes. Es gab bisher in diesem Jahr bereits 3 Urteilsklausuren. Und auch bei der Verteilung Anwaltsurteilsklausur merkt man, dass das in aller Regel doch eine sehr gleichmäßige Verteilung ist. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber in Summe gleicht es sich aus. Und damit ist auch durchaus eine anwaltliche Aufgabenstellung sehr wahrscheinlich. Und wenn wir das alles zusammenführen, würde ich sagen, Achtung, bitte vorbereiten auf eine mögliche anwaltliche Aufgabenstellung aus dem Bereich des UWG oder des Urhebergesetzes. Und gerade weil man dieses Thema ja besonders ungern normalerweise als Prüfling hat, hoffe ich im Prinzip für alle, die hier zuhören oder die allermeisten, die hier zuhören, dass es nicht drankommt. Aber ich möchte doch unbedingt darauf hinweisen, dass wenn ich einen Tipp abgeben müsste, im Prinzip ist das ja alles, was wir hier machen, Kaffeesatzleserei, aber manchmal klappt das auch ganz gut mit dem Kaffeesatzlesen, dann würde ich doch, wie gesagt, wenn wir hier mal Kaffeesatz lesen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen wollen, dass eine anwaltliche Aufgabenstellung aus dem Bereich des Urheberrechts oder des UWG kommen könnte. Und wenn sie nicht im September kommt, diese Aufgabenstellung, dann muss im November noch viel stärker mit dieser Aufgabenstellung gerechnet werden. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich hoffe, dass ich nochmal einen Denkanstoß geben konnte, was man sich vielleicht auf der Zielgerade vor der Klausur nochmal anschauen sollte. In diesem Sinne vom gesamten Team von Jura Intensiv jetzt viel Erfolg im Staatsexamen. Alles Gute. Und toi, toi, toi.